Jo, servus Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Destiny. Oder eher gesagt, euer genervter Destiny, ja, ich weiß. Ich habe das Commentary, was ich jetzt mache, eben schon mal aufgenommen und war natürlich so schlau, das Headset falsch anzuschließen. Ja, genau, ich habe 3 Minuten für die Katz gelabert, das hätte ich mir auch sparen können. Ja, egal, auf jeden Fall, im Hintergrund seht ihr den 5. Teil meiner Serie Nuke mit jeder Waffe. Er spielt, ist die Nuke mit AA-12 bzw. UMP Akimbo. Aus folgendem Grund, ich habe 6 Kills mit der AA-12 gemacht. Dann hatte ich keine Munition mehr, habe dann den letzten Kill bis zum Harrier mit der UMP Akimbo gemacht. Und dann, was ihr auch noch sehen werdet, nach der AC hatte ich natürlich noch nicht die Nuke, musste glaube ich noch 3 Kills selbst machen. Das habe ich dann auch noch mit der UMP Akimbo gemacht. Ich hoffe, das geht klar. Wie gesagt, hatte keine Munition mehr am Start. Aber ja, ich denke mal, ist UMP Akimbo, kann man denke ich lassen. Ich denke mal, ich ja, hatte das Handicap war eigentlich groß genug. Ja, was es sonst noch zu sagen gibt, ich hatte auf mein letztes Video, also beziehungsweise auch auf mein letztes Commentary, worauf ich schon mal angesprochen hatte, ob ihr noch ein paar Ideen hättet für weitere Commentaries oder was ich halt bringen könnte, gab es sehr wenig Rückmeldung. Das Einzige, was dann noch so kam, auch eine frei für alle Serie, halt speziell jetzt für MW3. Ich denke mal, das hört sich auch ganz gut an. Das könnte ich eigentlich auch machen. Aber was ich auf jeden Fall bringen werde jetzt erstmal, ist die Serie erstmal beenden, Nuke mit jeder Waffe. Und danach bringe ich die Serie ja frei für alle mit jeder Waffe, aber nicht live, sondern nachkommentiert. Ja, da erwarten euch auf jeden Fall auch ein paar ganz gute Gameplays. Bin jetzt schon fast fertig mit allen Waffen, halt bei der Frei-für-Alle-Serie. Hab unter anderem ziemlich schnelle Frei-für-Alle erspielt. Ja, und der Standard-Score liegt so bei 30-3, 30-4, also ich denke mal, geht eigentlich klar. Ja, und was ich auch noch im letzten Commentary angesprochen hatte, war, dass der Freund von mir, der Make It Nasty, also so heißt der Channel, der Nasty, der Maurice, der und ich, wir planen jetzt bald unser Abo-Special, da machen wir ein Doodle-Commentary gemeinsam. Und als Thema haben wir uns überlegt, machen, ja, Ego-Shooter, jetzt nicht speziell COD, sondern allgemein, machen Ego-Shooter, ja, aggressiv oder wird man dadurch zum Amokläufer? Ich denke mal, das Thema kann man lassen, hört sich eigentlich ganz gut an, ist auch ein gutes Thema. Ob wir noch mehr machen oder ob das dabei bleibt, weiß ich noch nicht, wird sich zeigen. Aber ja, dazu wird bald noch mehr kommen. Wie gesagt, es steht noch in den Sternen, wann wir das machen. Aber ich denke mal, recht bald. Ja, das Gameplay neigt sich jetzt dem Ende. Bin jetzt gerade noch im AC. Hab übrigens auch 2 Schnitte in dem Gameplay gemacht. Einmal war eine Host Migration dazwischen. Und ja, und dann habe ich dann halt noch am Schluss reingeschnitten, als ich die Nuke aktiviere und natürlich den Endscore. Ja, soweit ich das jetzt sehe, mache ich glaube ich echt noch die letzten 3 Kills bis zur Nuke mit der UMP Akimbo. Aber wie gesagt, ich hoffe, das geht klar. Ja, wie gesagt, das war's. Ja, hier erreiche ich jetzt die Nuke, das ist der letzte Kill. Und ja, da aktiviere ich sie. Also, ich hoffe, ich bin euch jetzt nicht lang genug auf den Sack gegangen. Ja, diesmal habe ich komplett durchkommentiert. Musik gibt's diesmal nicht. Und ja, das war's. Haut rein, Leute. Ciao.